Heute geht es um eine Uhr aus Dänemark. Eine ziemlich coole Uhr aus Dänemark, wie ich finde. Und warum ich glaube, dass die auf meinem Kanal, wo es ja um deutsche Uhren oder deutsche Uhrenmarken geht, durchaus ihre Berechtigung hat, das sage ich in diesem Video. Hallo und willkommen bei Watchmarks des Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute möchte ich dir eine Uhr der Marke Picto zeigen. Picto ist jetzt heute eine eigenständige dänische Uhrenmarke. Die Idee kommt aus den 80er Jahren, aus dem sogenannten New Design, wo zwei Designer aus Dänemark, nämlich der Sten Georg Christensen und der Erling Andersen, dieses Design entworfen haben. Und Picto kommt von Picture, weil die Uhr bildhaft, die Uhrzeit bildhaft dargestellt werden soll. Der Punkt ist die Stunde und der Strich ist die Minutenanzeige. Und diese Uhren wurden 1984 von Junghans vertrieben und Junghans hatte das Recht, dieses Design bei seinen Uhren zu verwenden. Damals hatten die Uhren noch Hörner, heute sind es hornlose Uhren mit einem Bandanstoß direkt am Gehäuse. Das zeige ich euch gleich aber nochmal alles ganz genau im Detail. Und die ursprüngliche Uhr von Junghans ist auch ein Teil der Dauerausstellung des Museum of Modern Art in New York, also durchaus ein Design, was weltweit anerkannt ist und auch, wie ich finde, sehr speziell. Diese Uhr gibt es und das blende ich euch hier ein. Na, komm, wo? Da, hier. Hier blende ich euch das ein. In ganz, ganz vielen Farben und in verschiedenen Bandvarianten, die alle zwischen 99 und 160, 170 Euro liegen. Verbaut ist immer ein Quarzwerk, da komme ich aber gleich noch zu. Diese Uhr, die ich hier habe, kommt aus einer Sonderserie. Und zwar ist das die Serie, die nur recycelte Materialien verwendet. Ihr könnt das hier auf dem Band sehen. Das Band ist recyceltes Plastik, was ja schon mal ganz gut ist. Viel besser finde ich aber, und vielleicht kann man das auch hören, das Gehäuse ist aus Kunststoff. Und zwar handelt es sich hierbei um recycelte Geisternetze in den Meeren. Wer sich damit noch nie beschäftigt hat, Geisternetze sind Fischnetze oder Fischernetze, die entweder verloren gegangen sind oder bewusst gekappt wurden, weil sie kaputt waren und dann einfach im Meer gelassen wurden. Da es sich hierbei aber um Kunststoffe handelt in aller Regel, verrotten diese Netze nicht, was zur Folge hat, dass sie als Treibgut im Meer schwimmen und sich viele Fische darin verfangen und dann entweder verhungern, weil sie sich nicht mehr ernähren können, nicht mehr jagen können, oder aber, wenn es sich um Delfine oder Wade handelt, schlicht und ergreifend ertrinken. Und es gibt einige Organisationen, die sich diesen Geisternetzen annehmen und die aus den Meeren holen. Und Picto ist aus meiner Sicht, meiner Kenntnis nach, die erste und einzige Uhrenmarke, die aus diesen Geisternetzen tatsächlich dann auch Uhrengehäuse macht. Die Uhr, die ich hier habe, hat 99 Euro gekostet, also wirklich keine extrem große Ausgabe, ist super leicht. Und was mir an der Uhr so gut gefällt, zeige ich euch jetzt im Detail. Picto bietet diese Uhren in zwei verschiedenen Größen an. Einmal in der hier vorliegenden Herrengröße und auch für Damen. Soweit ich weiß, ist dieses Modell von mir mit dem recycelten Gehäuse nur in der Herrengröße von 40 mm verfügbar. Die Modelle, die ein Edelstahlgehäuse, eine Stahllünette haben, gibt es zu einem Großteil auch in 30 mm, womit wir schon bei den Daten wären. Diese Uhr hat einen Durchmesser von 40 mm, hat eine Hornanstoßbreite, wobei es gibt ja keine Hörner, von 20 mm.
ist bis 5 bar 5 ATM wasserdicht und wird angetrieben von einem Miyota 2025. Auf der Rückseite haben wir den gepressten Boden, die Bänder sind mit Schnellwechselsystem ausgestattet, die Krone ist klein, funktional und relativ tief versenkt. Die Uhr ist dick, das zeige ich euch auch mal, da habe ich keine Maße zu gefunden, deswegen muss ich das einfach einmal messen. So, die Uhr ist dick, 8,9 mm, also eine wunderschön flache Uhr, sehr schön zu tragen und extrem leicht. In einem anderen Video hatte ich ja schon mal Ärger mit meiner Waage. Ich versuche es trotzdem nochmal. Einfach mal schauen, was diese Uhr wiegt und wenn es nur ungefähr ist. Ja, mit Band. Das Band liegt etwas auf dem Tisch auf. Packen wir es nochmal drauf. 36 Gramm wiegt die Uhr mit Band und diesmal auch verlässlich reproduzierbar. Ja, wie gesagt, wirklich extrem leicht und angenehm am Arm zu tragen. Wirklich eine schöne Uhr. Ich zeige sie euch auch gerne nochmal an meinem Arm. Dafür muss ich zum einen ein klein bisschen den Winkel verändern. Falsche Richtung. So, dass wir ein bisschen was auch von Arm und Uhr sehen. Und meine Sinn ablegen. Aktuell habe ich meine Sinn 105 ST SA UTC in Weiß am Arm. Wenn euch diese Uhr interessiert, dann schaut mal hier, da oben in die Videos rein, denn ich habe so die Uhr sowohl vorgestellt als auch mein eine Woche am Arm mit der Uhr gedreht. Einige Sachen, die mich überrascht haben. Wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Eine tolle Uhr. Aber in diesem Video soll es ja hier um meine Picto gehen. Und 40 mm ist eine Größe, mit der ich mich ausgesprochen wohlfühle. Wobei ich sagen muss, 40 mm ohne Hörner ist dann schon so, dass man viel vom Arm sieht, trotz meiner 17 cm Handgelenk. Aber das Gute ist, dadurch, dass das Ziffernblatt so groß und flächig ist, erscheinen diese 40 mm durchaus relativ groß. Mir gefällt der Kontrast des schwarzen Bandes und des schwarzen Gehäuses im Zusammenspiel mit dem orangen Ziffernblatt wahnsinnig gut. Ja, ich finde es wirklich klasse, dass Picto dieses Design neu aufgegriffen hat. Und nachdem Junghans 1984 dieses Design bereits gezeigt hat und damit auch ein kleines bisschen Furore gemacht hat, kommt jetzt diese Marke, dieses Design, diese Uhren eigenständig an den Markt und lassen die Idee mit der Anzeige durch Strich und Punkt neu aufleben. Für die Uhr habe ich bezahlt 99 Euro. Das zeigt, glaube ich, dass wir hier keine Uhr haben, die innerhalb Europas gefertigt ist. Das geht für den Preis schlicht und ergreifend nicht. Das macht mir aber nichts aus. Für mich ist diese Uhr mehr ein Modeaccessoire, ohne das abwertend zu meinen, ein Spielzeug, etwas, an dem ich einfach Freude habe und keinen Ausweis der gehobenen Uhrmacherkunst. Und genau als solche trage ich sie, als Modeaccessoire, als Schmuck, als etwas, was mich am Arm lächeln lässt. Und dafür fand ich 99 Euro absolut in Ordnung und überlege sogar eventuell, mir noch eine andere Farbe zuzulegen. Ich mache immer einen Nightshot, den mache ich jetzt selbstverständlich auch. Wobei ganz klar ist, es wird überhaupt nichts bringen, denn diese Uhr hat keine Leuchtmasse. Aber ich mache das ja immer, insofern machen wir das auch jetzt. Ich mache die erste Videolampe aus. Ich mache meine zweite Videolampe aus. Und es ist dunkel. Genauso wie ich es erwartet habe, weil die Uhr keine Leuchtmasse hat. Ich finde sie richtig klasse. Das Gehäuse ist
okay verarbeitet. Ich versuche noch mal eine Sache zu zeigen, wobei ich gar nicht weiß, ob das bei dem schwarzen Gehäuse wirklich gut zu erkennen sein wird. Es gibt hier eine minimale Anstoßnaht, die ich mit dem Fingernagel fühlen kann. Ich glaube aber noch nicht mal, dass man sie wirklich sieht. Ich gucke mal, ob ich das mit dem Fingernagel zeigen kann. Das war gerade mein Handschuh, falls ihr was gehört habt. Da bleibe ich hängen. Es ist wirklich absolut minimal. Mich hat das nicht gestört. Ich finde die Idee einfach klasse. Mich stört auch nicht zu sehr, wie ihr hier sehen könnt, dass die Zeigerachse nicht geschwärzt ist. Das heißt, wir haben hier einen silbernen Punkt. Bei einer Uhr, die mehr kostet, hätte ich erwartet, dass solche Sachen wirklich sauber gemacht werden, dass man hier ein kleines bisschen schwarze Farbe drauf tut oder sonst irgendwas oder eine Abdeckplatte obendrauf, dass diese Kante nachgearbeitet wird. Für 99 Euro bin ich da deutlich nachsichtiger und erfreue mich ohne Reue an der Uhr. Eine Uhr, die ich immer wieder gern trage. Mir gefällt das Orange. Ich trage sie in meiner Freizeit super gerne und ich habe mich auch wahnsinnig schnell an die Ablesung gewöhnt, obwohl sie eher Richtung Einzeigeruhr tendiert, von der Idee her, mit dem Punkt alleine. Das ist schon etwas gewöhnungsbedürftig, ging aber rasend schnell. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare rein, was ihr über die Uhr denkt. Und ansonsten bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.